Oh, ich wollte mich hinsetzen und ausruhen. Übrigens, wir haben zurzeit hier 30 Grad. Ich hoffe, dass wir euch ein paar Grad Wärme nach Deutschland schicken können, weil ich heute mit jemandem telefoniert habe, die ihre Daunenjacken ausgepackt hat. Das Haus ist wieder eine der schöneren Häuser, wo man Ausblick her nicht toppen kann. Allein wenn man nur in die Richtung schaut, auch wenn man hier seinen Couch und so weiter hinstellt, man hat grandiosen Bergblick, Meerblick, Stadtblick, Burgblick. Das ist einzigartig. Dann gehen wir hier rein, das ist Küchenbereich. Auch das ist sehr, sehr groß. Ich denke, Küchenabteilung mit Wohnbereich ist ca. 70, 80 Quadratmeter. Das ist beachtlich. Die Küchenschränke sind alle vorhanden. Die Elektrogeräte kann man sich selber aussuchen. Ich muss ehrlich zugestehen, hier in dem Haus ist, was mich richtig langweilt, auch das zeige ich ja jedes Mal euch, ist das Pool. Der Pool. Der Pool ist lächerlich. Das heißt, wir haben hier sehr viel Platz. Man kann hier einen Infinity Pool nochmal bauen lassen. Dieser Pool ist höchstens als Jacuzzi zu benutzen. Was hier nochmal ans Geld gegangen ist, man hat hier einen Aufzug. Die Jungen unter euch werden sagen, wieso Aufzug? Also ich wäre jetzt froh, wenn ich einen Aufzug bei mir zu Hause hätte. Drei Stockwerke, immer wieder hoch und runter laufen, ist kein Problem, auch Fitness nicht. Problem ist, wenn ich in der Früh sofort nach dem Aufstehen, ohne mich hinzusetzen, die Hunde rauslassen muss, wirklich, ich trete jede Stufe mit beiden Füßen. Also ich springe nicht drauf, sondern ich gehe so hoch oder runter. Ja, die Treppen sind beleuchtet. Auch das gefällt mir, dass es nicht runde Treppenhaus ist, sondern eckig. Geländer endlich mal richtig fest. Treppenhaus richtig Tageslicht. Und dann gehen wir erster Stock. Anhand dieser Stockwerke können wir uns vorstellen, wie groß die Küchenabteilung war. Man hat einen Stock drüber zwei Zimmer untergebracht. Einmal im hinteren Bereich und einmal im vorderen Bereich. Also es ist schon ein Riesenhaus. So, das waren die zwei Zimmer. Jetzt gehen wir nebendran rein. Da hat man eine Badezimmer gemacht. Ja, man muss ja drei, viermal am Tag da hinsetzen. Und wenn man sich da hinsetzt, ich sehe bis zu mir nach Hause. Es ist ungefähr da, wo ich wohne. Ich sehe von dort bis her und von hier sieht man dahin. Alanya, habe ich ja oft gesagt, ist Halbmond, finde ich schön. Man hat grandiosen Bergblick, grandiosen Stadtblick. Ich glaube, ich habe mich in Alanya verliebt wegen dieser Konstruktion oder Lage, sagen wir mal. Hier würde dann eine Dusche kommen. Okay. Das Haus, Freunde, hat 380 Quadratmeter Wohnfläche. Auch von oben, wenn man Bett hier hinstellt und sich nur umdreht, man hat Burgblick. Also das ist schon mal speziell. Also das ist schon, finde ich, unikat. Gibt es nicht viele Häuser, vor allem hier in der Umgebung gibt es nicht viele Häuser. Dann hätte man hier für das Zimmer nochmal das Badezimmer da. Auch hier ist Licht nicht an. Wir haben hier ein Badezimmer nochmal und hier haben wir Aufzug. Und was auch sichtbar ist, man hat Heizkörper vor Einrichtung schon eingebaut. Gehen wir hoch. Das Haus ist dreistöckig. Und nach hinten ist Natur pur.
Es sind weitere Villen da. Ich denke, da sind so 10 Villen gleich bis ähnlich. Vorab, Freunde, jeder, der die Ruhe sucht, ist hier willkommen. Es ist wirklich so ruhig, dass man nicht mal Autos hört. Ist schön? Ja, das ist mal eine Terrasse, weil man auch diesen Bergblick hat. Und hier sehe ich nicht so viel Gefahr wie voriges Haus, wo ich gedacht hätte, da könnte er Fels runterrollen. Kannst du mal bitte Kleopatra-Bereich mal ein bisschen ranzoomen? Das ist diese berühmte Burg, Freunde, wo man mit Seilbahn nach oben fahren kann. Hafen ist links von uns, Kleopatra-Strand ist rechts von uns und die Stadt erstreckt sich von hier bis ganz hinter. Und die Berg-Zusammenstellung ist jedes Mal anders. Also von jedem Fleck, wo wir waren, sieht man die Stadt anders. Und hier ist nochmal anders. Ich war in dieser Gegend noch nicht, ziemlich frei. Es gibt nicht viele Grundstücke hier, wo man bauen kann. Deswegen gehen wir jetzt rein. Wenn ihr auf unseren Videos ein paar Mängel seht, die Häuser werden mangelfrei übergegeben. Deswegen, solange das nicht verkauft ist, machen die erstmal nichts. Das ist die Methode in Alanya. Ob gut ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Man hat hier nochmal ein Schlafzimmer. Also dieses Zimmer ist ja heftig. Gesamte Frontbereich ist Fenster. Auch wenn man hier nur, ich weiß nicht, ich würde das nicht einmal zum Schlafzimmer machen, weil wenn man schläft, sieht man die Stadt nicht, das Meer nicht. Ich würde hier vielleicht so Zockerzimmer machen, so vielleicht, aber dann müsste ich immer runterschauen, anstatt auf Fernseher. Egal, weiter. Boden ist grau, matt. Nochmal eine Dusche für dieses Zimmer. Dann hat man hier nochmal einen Raum, wo man vielleicht Lebensmittel und so weiter bunkern könnte. Ja, wir haben probiert aufzunehmen. Leider konnten wir nicht aufnehmen, weil dunkel ist. Da könnte man ein riesen Ankleidezimmer machen. Aufzug geht bis hierher. Nochmal ein Badezimmer. Ja, ich sehe, Anthrazit ist in. Grau auch, wie der Zufall will, ist bei mir auch. Hier könnte man nochmal Schlafzimmer machen. Diese Konstruktion nervt mich, aber wahrscheinlich hat der Architekt sich dabei was gedacht. Wie viele Zimmer haben wir hier? 1, 2, 5 plus 1. Das heißt 6 Zimmer, ein Badezimmer, das Haus besitzt 5 Zimmer. 5 Badezimmer, eine riesen Küche, Pool, Garten, Stellplatz, also Stellplatz für 4, 5 Autos, weil das letzte Haus ist. Wer Interesse hat, Freunde, das Haus kostet, so wie das hier steht, 525.000 Euro. Bis dann, euer Ercan.